Kapitel 5. Leute, beruhigt euch. Ja, Dumbledore hat geflucht, das aber ausnahmsweise nur, weil er so richtig krasse Kopfschmerzen hatte. Dumbledore brachte Draco und mich dazu, ihm zu folgen. Er schrie uns weiter verärgert an. Ihr völlig verblödeten Fickpfeifen, ihr! Brüllte er. Ich fing an zu weinen und Tränen aus Blut rollten an meinem aschfahlen Gesicht herunter. Draco hielt mich fest. Als wir zum Schloss zurückgingen, brachte uns Dumbledore zu Professor Snape und Professor McGonagall, welche beide sehr verärgert aussahen. Man kann sagen, sie waren alle sehr, sehr verärgert. Sie hatten sexuelle Aktivitäten im verbotenen Wald, schrie er in einem wütenden Tonfall. Kann er überhaupt erklären, warum er im Wald war? Ich meine, hat er als Schuldirektor nichts Besseres zu tun, als Teenie beim Sex zuzu... Warte mal, Moment. Warum tut ihr sowas, ihr zweitklassigen Gimpel? Fragte Professor McGonagall. Wie könnt ihr es wagen? Meinte Professor Snape. Und dann kreischte Draco. Weil ich sie liebe! Alle waren ruhig. Dumbledore und Professor McGonagall schauten immer noch zornig drinne. Aber Professor Snape sagte nur, okay, alles klar. Hinauf mit euch auf eure Zimmer. Die neue Ausrede für alles. Was hast du dir dabei gedacht, die Hausaufgaben zu vergessen? Weil ich sie liebe. Ach so, ja gut, okay, setz dich. Draco und ich gingen hoch, während die Lehrer uns hinterher schauten. Hat sie Augen im Hinterkopf oder woher will sie wissen, dass sie das Zentrum der Aufmerksamkeit... Okay. Alles klar, Ebony? Fragte Draco charmant. Ja, denke schon, lügte ich. Ich ging zum Damenklo und putzte meine Zähne und bürstete meine Haare und zog mich um, und zwar ein bis zum Boden reichendes schwarzes Kleid mit rotem Lack drumherum und schwarzen High Heels. Als ich rauskam, stand Draco vor dem Damenklo und sang I Just Wanna Live von Good Charlotte. Ach, ich fühlte mich so geschmeichelt, auch wenn er gar nicht hier sein dürfen sollte. Wir umarmten und küssten uns. Und danach sagten wir uns gegenseitig gute Nacht und er verschwand zögerlich in seinem Zimmer. Kapitel 6. Am nächsten Tag wachte ich in meinem Sarg auf. Ich zog einen schwarzen Minirock an. Oh nein! Nicht schon wieder diese Fashion-Scheiße! Der an den Enden voll verfranst war und ein dazu passendes Top mit roten Totenschädeln drauf und High-Heel-Boots, die... Okay, ratet mal, welche Farbe die wohl hatten, hm? Na? Schwarz waren. Motherfucker! Ich tat zwei Totenkopf-Ohrringe und zwei Kreuze in die Ohren. Ich sprühte violette Farbe auf meine Haare. Aber nun zu etwas völlig anderem. Habt ihr euch schon mal gefragt, was Gruftis zum Frühstück futtern? Nun... Ich nicht. Und ich weiß auch warum. In der großen Halle aß ich eine Schüssel voller Count Chocula-Cerealien mit Blut statt Milch drin. Alter. Und ein Glas voller rotem Blut. Rotes Blut? Kein Scheiß? Boah! Plötzlich stieß jemand in mich hinein. Sexuelle Anspielung incoming. Das Blut schwappte über und verteilte sich auf meinem Top. Arschloch! Schreite ich verärgert. Allerdings bereute ich es, das gesagt zu haben, als ich hinaufsah und in das aschfahle... Zweite Grundfarbe in dieser Story. ...weiße Gesicht eines Gothic-Jungen mit schwarzen Haaren mit roten Strähnen sah. Er trug so viel Eyeliner, dass er ihm das Gesicht heruntergelaufen war. Wie ist das überhaupt möglich? Und er trug schwarzen Lippenstift. Er hatte keine Brille mehr. Mehr? Warum nicht mehr? Also das Wort mehr. Warum steht das da? Und nun trug er rote Kontaktlinsen wie Draco. Und da war keine Narbe auf seiner Stirn mehr. Oh nein. Er hatte männliche Stoppeln auf seinem Kinn. Er hatte einen sexy englischen Akzent. Er sah genauso aus wie Joel Madden. Bling! Jetzt wird's richtig absurd. Er war so sexy, dass mein Körper voll so heiß und so wurde, als ich ihn sah. So ein bisschen wie eine Erektion, aber ich bin ein Mädel, also kann ich keine bekommen, ihr Perverslinge. Also kannst du nicht feucht werden?
Oh, armer Draco. Das muss sich im verbotenen Wald doch angefühlt haben, als ob man seinen Ding-Dong in den Sand steckt. Entschuldige bitte, sagt er mit schüchterner Stimme. Alles kein Ding. Wie heißt du? Fragte ich ihn aus. Mein Name ist Harry Potter, aber die meisten nennen mich heutzutage Vampir, grummelte er. Ja, ernsthaft. Warum? Stieß ich hervor. Weil ich den Geschmack von Menschenblut liebe, kicherte er. Ja, ernsthaft. Nun, ich bin auch ein Vampir, beichtete ich. Okay, ich fasse mal zusammen. Mary Ebony Sue hier ist ein Gothic-Clown-Vampir, der zaubert, Good Charlotte hört, aus fliegenden Autos steigt, ohne sich weh zu tun und in Wäldern rumvögelt. Unsere Protagonistin, Ladies and Gentlemen! Das hat einen Applaus verdient! Ernsthaft? Fiepte er. Ja, ernsthaft! Hörst du mir nicht zu? Ja! Brüllte ich. Wir setzten uns, um ein wenig miteinander zu reden. Dann kam Draco hinter mich und sagte, er hätte eine Überraschung für mich. Also ging ich mit ihm weg. Kapitel 7. Wieso behauptet ihr alle, dass Ebony eine Mary Sue ist? Stimmt voll überhaupt nicht. Die ist total real gestaltet, ihr Bonzen. Draco und ich hielten unsere aschfahlen Hände mit schwarzem Nagellack drauf. Nun, das war ganz schön ausschlaggebend für die Kontinuität in dieser Story. Als wir nach oben gingen, ich trug satanische Zeichen auf meinen Nägeln in roten Nagellack. Und, hört sich das für euch nach Mary Sue an? Nein, es hört sich eher an wie jemand, der sich irgendwelche dämliche Scheiße anzieht und noch dämlichere Scheiße auf die Fingernägel pinselt und dabei noch dämlichere Scheiße vor sich hinlabert. Kleine Anmerkung für die Leute, die nicht wissen, was Mary Sue ist. Und zwar gibt es, ich lese ganz kurz den Wikipedia-Artikel vor. Eine Mary Sue ist eine idealisierte und vermeintlich perfekte Kunstfigur. Diese Figur wird oft als Wunschvorstellung des Autors oder der Autorin wahrgenommen. Üblicherweise kann sie Aufgaben erheblich leichter bewältigen als vergleichbare Figuren mit ähnlicher Ausbildung und Erfahrung. Die Bezeichnung wird oft für beide Geschlechter benutzt. Zeitgleich existieren aber auch die männlichen Varianten Marty Sue und Gary Stu. Also die Leute, die sich mal gefragt haben, hä, wer ist diese Mary Sue, die sie da erwähnt? Das ist dieses Phänomen. Also, weiter im Text. Ich wank vampiert so. Düstere Traurigkeit. Klingt wie der Titel eines Unheilig-Songs. War in seinen depressiven Augen. Ich glaube, er war neidisch auf mich. Denn ich ging mit Draco aus. Woher will sie das wissen? Vielleicht ist er neidisch auf Draco, weil er mit ihr ausgeht. Vielleicht ist er auch einfach nur ein dummer Troll, der denkt, er wäre ein Vampir und guckt deswegen so dumm aus der Wäsche wie ein Fleckenzwerg. Oh, warte, ich vergaß. Ein Gothic-Fleckenzwerg. Na, wie auch immer. Ich ging mit Draco hoch und war voll aufgeregt. Wir gingen in sein Zimmer und schlossen die Tür ab. Dann stand Van Helsing da mit seiner automatischen Armbrustrotflinte und schoss mir 5 oder 6 weiß lackierte Silberbolzen durch mein Herz und blutete schwarzes Blut aus meinem schwarzen Herz und verreckte elendig, während Draco Poposex mit Vampir Potter hatte. The End. Wir begannen uns leidenschaftliche Zungenküsse zu geben und zogen uns gegenseitig enthusiastisch aus. Er begrapschte mich, während ich mein Top auszog. Dann zog ich meinen schwarzen Leder-BH aus. Hätte wir zogen uns gegenseitig aus und trieben es wie die Karnickel nicht gereicht. Und er zog seine Hose aus. Wir gingen zum Bett und begannen miteinander nackig rumzuknutschen. Und dann stopfte er seinen jungen Dingsbums in meins und wir hatten Sex. Und? Ist das dumm? Nö, kein Stück. Ah, Draco, Draco, schrie ich, während ich einen Orgasmus bekam, als ich urplötzlich ein Tattoo sah, das ich vorher noch nie gesehen hatte, auf Dracos Arm. Es war ein schwarzes Herz mit einem Pfeil, der es durchbohrte. Auf dem Herz stand in blutiger Gothic-Schrift Vampir. Bom, bom, bom. Ich war so wütend. Aber echt, ey. Du Mistkerl, schrie ich verärgert und sprang vom Bett runter. Nein, nein, versteh mich nicht falsch, bittete Draco. Aber ich wusste bereits so viel. Nein, du dummer Vollidiot, brüllte ich.
Du hast so oder so bestimmt AIDS. Was? Wütenderweise zog ich meine Klamotten wieder an und rannte hinaus. Durch die verschlossene Tür hindurch? Draco rannte heraus, obwohl er nackt war. Er hatte ein wirklich großes Longding-Dong, aber ich war zu wütend, um darauf zu achten. Ich stapfte weiter raus, bis ich in Vampirs Klassenzimmer war, wo er eine Stunde bei Professor Snape hatte mit ein paar anderen Leuten. Eigene Schlafräume? Okay. Särge als Kojen? Okay. Einzelprivatunterricht für Gothics? Nicht okay. Vampir Potter, du blöder Wichser! Kreischte ich. Kapitel 8. Alle in der Klasse starrten mich an und dann kam Draco ins Zimmer, obwohl er nackt war. Nur für den Fall, dass ihr es vergessen habt, er ist immer noch nackt und hat einen langen Ding-Dong. Und bettelte mich an, dass ich ihm noch eine Chance geben sollte. Ebony, es ist nicht so, wie du denkst, schreite Draco traurigerweise. Das Herztattoo, auf dem zufälligerweise der Name von dem Typen steht, mit dem ich zufälligerweise Sex hatte, obwohl ich dir immer sagte, dass ich dich mögen würde. Alles gar nicht so, wie es scheint. Meine Freundin Bloody Mary Smith lächelte mich verstehend an. Sie warf ihr bis zur Hüfte gehendes schwarzes Gothic-Haar über die Schultern und öffnete ihre dunkelroten Augen wie Blut, auf denen sie Kontaktlinsen trug. Sie hatte aschfahle weiße Haut, auf der sie weißes Make-up trug. Das fügte noch ein wenig mehr Weisheit zu dem Weiß hinzu, um es weißer wirken zu lassen. Hermine wurde gekidnappt, als sie geboren worden war. Ihr echten Eltern sind Vampire und einer von ihnen ist eine Hexe, aber Voldemort killte ihre Mutter und ihr Vater beging Selbstmord, weil darüber so deprimiert war. Sie hat immer noch Albträume deswegen und ist sehr depressiv und verängstigt. Es stellte sich auch heraus, dass ihr Familienname Smith ist und nicht Granger. Und seit sie zum Satanismus konvertiert ist, ist sie jetzt in Slytherin und nicht in Gryffindor. Oh Mann, selbst Hermine wurde durch den Gothic-Poser Fleischwolf gedreht. Und heißt das jetzt, dass nur Satanisten bei Slytherin sind? Warum? Wegen der Schlange auf dem Wappen ist ja voll rassistisch. Gott, ist das... Ach, egal. Was für einen Grund habt ihr für dieses Drama, ihr lächerlichen Trottel? Erniedrigte Snape in einem kalten Tonfall. Aber ich ignorierte ihn. Obwohl er bis jetzt der Einzige ist, der etwas Wahres an dieser Fanfiction gesagt hat. Vampir! Ich glaube einfach nicht, dass du mich mit Draco betrogen hast! Schreite ich ihn an. Alle japsten. Ich verstand gar nicht, warum Ebony so wütend auf mich war. Hä, warte mal, Moment. Wechseln wir einfach mittendrin die Sichtweise? Ich war mit Vampir schon öfter ausgegangen. Ich bin Bi und Ebony ist es auch. Aber dann hat er mein Herz gebrochen. Er ließ mich sitzen, denn er mochte Britney, eine dumme Bonzen-Tussi. Wir sind jetzt nur noch gute Freunde. Er hatte schreckliche Probleme. Und nun war er ein Gothic. Als ob ich mit einer Bonze abhängen würde. Und so. Aber ich gehe gar nicht mehr mit Draco, sagte Vampir. Ja, richtig! Verfatz dich, du Arschkrampe! Schrie ich. Ich rannte aus dem Zimmer und in den verbotenen Wald. Quer durch alle Wände der Schule hindurch. Wo ich meine Unschuldigkeit an Draco verloren hatte. Dann fing ich an, in Tränen auszubrechen. Pff, typisch Frauen.